Sie wurden Mitglied in der Jungen Union. Auch Ihre beiden Brüder gingen in dieselbe Richtung, sagten Sie schon. Kann man sagen, dass Ihr Elternhaus konservativ war und die Sichten und Einstellungen auch der drei Kinder in einer bestimmten Richtung prägten? Ja, das wird also mein Vater gewesen sein. Der hat sicherlich eine starke Prägung auf uns ausgeübt. Ich vermute allerdings dadurch, dass er keinen Druck ausgeübt hatte. Wir haben nie das Gefühl gehabt, dass wir irgendwie unter Druck sind. Mein Vater war auch für die damalige Zeit, der hat uns nie geschlagen, was so in den Zeiten damals schon eher nicht die Regel. Also, aber er war auch in seinen Anforderungen war auch relativ. Das heißt, keiner von Ihnen ist jemals auf die Idee gekommen, eventuell in die SPD zu gehen oder sowas? Nee, wissen Sie, in unserer Stadt gab es eine absolute Mehrheit der SPD. Und wenn Sie sowas als CDU, als Kind eines CDU-Vertreters haben, ja, dann sind Sie für Ihr Leben von der SPD gehalten. Ja. Ich dachte, wenn man eine Weile in der SPD ist, ist man für ein Leben lang in der SPD gehalten. Meiner Partei ist es zumindest so. Aber okay, nein, ich habe das schon verstanden. Ja. Kann auch sein. Ja. Nein, das kann ich mir schon vorstellen, weil dann immer so. Nein, wissen Sie, wir hatten zum Beispiel in meiner Gymnasialklasse waren wir drei, die sich politisch zugeordnet waren. Ich war für die CDU. Ich würde übrigens nicht mich nur unbedingt so als konservativ. So einfach ist das nicht. Aber für Sie ist konservativ die einfache Formel, mit der man den Klassenfeind zusammenfassen kann. Ich kann ja nicht das Ganze. Aber wissen Sie, wir hatten einen, der war SPD eindeutig, einer war FDP und ich war CDU. Und wir haben uns immer gegenseitig politische Witze erzählt. Bis ich irgendwann gemerkt habe, die haben immer Witze über die CDU erzählt. Und ich habe auch Witze über die CDU erzählt. Und dann habe ich irgendwann, fand ich das blöd, die haben keine Witze über die SPD erzählt. Ich finde, politische Witze müssen immer den Kern treffen und wenn sie den Kern treffen und dann überziehen, sind sie gut. Also mein letzter Lieblingswitz ist, dass George W. Bush, Obama und Trump gestorben sind und vor Gott sitzen. Und Gott fragt alle drei, woran sie glauben. Dann sagt George W. Bush, ich glaube an den Markt, an die große Nation der Vereinigten Staaten von Amerika. Und sagt er, gut, setze ich zu meiner Rechten. Dann fragt er Obama, der sagt, na, ich glaube doch noch an den Weltfrieden, soziale Gerechtigkeit. Und sagt er, gut, setze ich zu meiner Linken. Und dann fragt er Trump, und woran glaubst du? Und er sagt Trump, ich glaube, du sitzt auf meinem Stuhl.